SWR. It's new. Meine Welle. Deine Welle. Unsere Welle. Meine Damen und Herren, der Südfunk Stuttgart zeigt Ihnen einen Film über sich selbst. Tempo. Musik. Information. Es ist so quicklebendig wie eh und je das alte Dampfradio. Wir beginnen wieder mit unserem kleinen Lauf, wie üblich. Bitte Lauf 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mir hochgezogen wieder. 1, 2. Reinschießen! Reinschießen! Man kann es immer wieder hören. Am 29. Oktober 1923 beginnt in Deutschland das Rundfunkzeitalter. Aus dem Voxhaus in Berlin wird die erste Sendung übertragen. Achtung, Achtung! Wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Das Technoseum in Mannheim hütet mit dem Deutschen Rundfunkarchiv und den Hinterlassenschaften des Südwestrundfunks eine der größten Sammlungen zur Geschichte von Radio und Fernsehen in Deutschland. Es liegt etwas in der Luft, seit mit magnetischen Wellen auch die menschliche Stimme drahtlos übertragen werden kann. Hallo, hallo Südfunk, hallo Südfunk Stuttgart. Hallo. Die Verständigung ist ziemlich schwierig, da wir sehr starke Störungen durch Leningrad und auch durch einen Telegrafiesender haben. Hallo, hallo Südfunk, hallo Südfunk. Bereits im Ersten Weltkrieg wird 1917 ein Versuchsprogramm für die deutschen Truppen gesendet. Der Telefunkdirektor Hans Bredow hat ein unterhaltendes Programm an der Westfront während des Krieges übertragen bei Röhrensender-Experimenten. Er hat da beispielsweise aus der Zeitung vorgelesen oder Schallplatten abgespielt. Er hatte damals den Eindruck, aus dieser Sache muss noch einmal etwas Großes werden. Doch Amerikaner und Briten sind nach dem Ersten Weltkrieg schneller auf Sendung. Die deutschen Behörden müssen den Rundfunk erstmal regeln. Der Staat und private Rundfunkgesellschaften verlangen Gebühren von den Hörern. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Außerdem soll das Programm unpolitisch sein. Also die Organisation des Rundfunks war typisch deutsch und spezifisch deutsch. Also, dass die Nachrichten zentral gestellt wurden und eben möglichst politisch neutral sein sollten, das war typisch deutsch, ja. Achtung, Achtung, hier ist der erste deutsche Rundfunk-Großsender Mühlacker. Wir wünschen den Hörern in aller Welt guten Empfang. In Mühlacker im Enzkreis wird 1930 der stärkste deutsche Sender in Betrieb genommen. Ein Wunderwerk mit 200 Meter hohen Antennentürmen und 18 wassergekühlten Röhren. Nun können Hörfunkprogramme in alle Welt ausgestrahlt werden. Der Rundfunk wird in Deutschland rasch zum Erfolg. Und die Inhalte sind vor 100 Jahren fast dieselben wie heute. Achtung, hier ist das Länderspiel Deutschland-Italien. 6 Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit immer noch 0-0. Die Italiener tanzen da unten, das muss aber ein neuer Nationaltanz sein. Es gab Sport, es gab viel Musik, es gab für Kinder etwas, es gab aber auch Kochkurse oder Schachlehrgänge. Das war ja so, dass es nur ein Programm gab für alle unterschiedlichen Personengruppen. Heute hat man Spartenprogramme, das gab es damals nicht. Der wichtigste Teil der Einrichtung ist das Mikrofon.
Ihm fällt die Aufgabe zu, die Schallwellen des gesprochenen Wortes und der Musik in elektrische Ströme zu verwandeln. Am besten kann das in den 30er Jahren dieses Mikrofon, die sogenannte Neumann-Flasche. Frauen hören zu, das Wort haben in der Frühzeit des Rundfunks allein die Männer. Und ab 1933 dann nur noch dieser Verbrecher und seine Nazi-Bande. Am 14. Februar 1933 schafft es eine kommunistische Widerstandsgruppe, die Direktübertragung von Hitlers Rundfunkrede aus der Stuttgarter Stadthalle vorzeitig zu beenden. Mit Hilfe einer Axt. An diesen Häusern, die neben der Stadthalle sind, wurde seinerzeit das Kabel abgeschlagen. Es lief dort über der Erde in den Hof herein. Das sollte ein Signal sein, das sollte ein Beweis sein, dass es noch Kräfte gibt in Deutschland, die bereit sind, Hitler Widerstand zu leisten. Die Masse folgt aber den Verführern, die den Rundfunk gleichschalten und ihr Volk mit einem billigen Radiogerät beschallen. Alle großen Hersteller in Deutschland mussten den Volksempfänger baugleich produzieren. Bis 1938 9,6 Millionen Mal verkauft, das perfekte Propagandainstrument. Wir machen gar keinen Hehl daraus, der Rundfunk gehört uns. Das Volk wird zugedröhnt, nicht nur mit Propaganda. Goebbels merkt schnell, dass die Leute abschalten, weil zu langweilig wird, setzt dann auf Musik und erhöht den Musikanteil auf 72% bis Ausbruch des Krieges. Gute Nacht, Deutschland. Das Wunschkonzert der Wehrmacht geht zu Ende. Wir sagen gute Nacht, auf Wiederhören, wenn wir beim anderen Male wiederkehren. Anfang April 1945 erobern amerikanische und französische Truppen den Rest von Süddeutschland. Der Krieg ist vorbei. Nun bringen Besatzungssoldaten den Deutschen bei, wie freies Radio geht. We now invite you to listen to a program of music, music that is loved and enjoyed by people of every nation of the world. Die deutschen Radiomacher dürfen noch etwas üben, aber das wird schon noch. Die Lehre aus der Nazi-Diktatur heißt unabhängiger öffentlich-rechtlicher Rundfunk nach dem Vorbild der britischen BBC. Das hat das Rundfunkgesetz festgelegt und das ist die Garantie für die Unabhängigkeit des Rundfunks in der Bundesrepublik und hier in unserem Sendegebiet. Unsere Redakteure verarbeiten die Fülle des Nachrichtenmaterials, um Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, fast stündlich, aktuell, zuverlässig und unabhängig zu informieren. Das muss sofort auf Sender. Eine wichtige Durchsage der Kriminalpolizei. Heute früh gegen 6 Uhr wurde zwischen Weil im Dorf, Wohnsiedlung Giebel und Gerlingen ein Taxifahrer überfallen. Personenbeschreibung. Der Mann, 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, auffallend dichte, schwarze Haare, buschige Augenbrauen. Die aufmerksame Radiohörerin erkennt beim Einkaufen den gesuchten Taxiräuber, rennt in die nächstgelegene Gaststätte mit Telefon. Dort informiert die Wirtin sofort die Kriminalpolizei. Während eine mutige Kellnerin im Schneesturm die Verfolgung des Taxiräubers aufnimmt. Jetzt bin ich also von der Wirtschaft raus und bin in ihn nachgesprungen. Die tapfere Frau gerät nicht in Gefahr, denn die Polizei ist schnell vor Ort und schnappt den Taxiräuber. Also ich bin selber ganz verschrocken. Schon viele Jahre vor den Fernsehfahndern von Aktenzeichen XY ungelöst, ist der SDR-Hörfunk erfolgreich im Kampf gegen kriminelle Elemente. Sie haben es ermöglicht, den Täter schon nach 5 Stunden zu fassen. Recht herzlichen Dank dafür. Bitte schön.
Im Zeitalter vor dem Internet sind der Fernschreiber und die Hörfunknachrichten die schnellsten Informationsquellen. Die Arbeitslosigkeit im Bundesgebiet hat im vergangenen Monat einen neuen Tiefstand erreicht. Insgesamt achten Sie auf die Uhr. Das passt nicht. Nachrichten immer nur zur vollen Stunde. Ich habe zum Funkhaus durchgeschalten. Ist alles in Ordnung? Denn die genaue Zeit wird damals über diese elektronische Quarzuhr per Telefonleitung ins Hörfunkstudio übertragen. Beim letzten Ton des Zeitzeichens war es 12 Uhr. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk bedarf schon damals eines hohen technischen Aufwandes. Fast täglich wollen neue Möglichkeiten und Projekte geprüft werden, damit Sie, meine Damen und Herren, zu Hause die Programme nach dem letzten Stand der Technik empfangen können. Und das kostet Geld. Der Fahndungsdienst der Bundespost besitzt die technischen Voraussetzungen, jede nicht angemeldete Rundfunkempfangsanlage ausfindig zu machen. Leider besteht immer noch Grund zu der Annahme, dass ein erheblicher Prozentsatz von Rundfunk- und Fernsehteilnehmern keine Gebühren bezahlt. Wer vorsätzlich gegen die Bestimmungen eine Fernmeldeanlage errichtet oder betreibt, wird mit Gefängnis oder mit Geldstrafe bestraft. Aber Gebühren müssen sein, damit der Rundfunk die Chance hat, nah bei seinen Hörern zu sein. Vom Landfunk bis zur Live-Übertragung. Rose Marie, liebe Jahre, mein Herz nach dir schrie. Er schreit genug, er schreit genug. Im Dezember 1955 versucht der Hungerkünstler Maxon, den Weltrekord im Dauerhungern zu brechen. Vor Publikum im Schaukasten gilt es, 83 Tage und 12 Stunden zu überbieten. Hungerkünstler Maxon wünscht sich nur einen Beistand für seine Dauerdiät. Ein Radio. Wenigstens etwas Lebensqualität. Den Rekord hat er übrigens nicht gebrochen. Vielleicht lag's am Programm und der Musikauswahl. Noch dominiert Klassik. Das Magnettonband, das all das aufzeichnet, ist in Ludwigshafen von einem Chemiekonzern erfunden worden. 1936 die erste Aufnahme, ein Konzert mit dem London Philharmonic Orchestra unter Leitung von Sir Thomas Beecham. Der Vorteil, das Tonband kann geschnitten werden. Das geht bei der Schallplatte nicht. Auf der zeichnet US-Reporter Herbert Morrison die vielleicht berühmteste Hörfunkreportage der Welt auf. Gesendet einen Tag nach der Katastrophe. Im Archiv festgehalten. Die dramatische Zufallsreportage aus dem Jahre 1937, als das Luftschiff Hindenburg in Lakehurst verbrannte. Oh, 400-500 feet into the sky, and it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the famous crashing to the ground, not quite to the point, man. All the humanity. Erst transportable Tonbandgeräte erleichtern Hörfunkberichte außerhalb des Studios. Vor Aufnahme und Wiedergabe erstmal kurbeln. Jetzt ist der große Augenblick da. Frau Pohlmann steht vor ihrer Tür, da steht schon der Name. Die Klingel geht auch schon. Und nun ist aufgeschlossen. Komm, den Kleinen nehmen wir gleich an der Hand. Der Kleine probiert gleich alles aus. Mama! Das Mannheimer Technoseum zeigt die Geräte von damals. Mit vielen davon hat Jochen Brandhoff 40 Jahre lang gearbeitet. Als Hörfunktechniker. Mein Vater war ja Reporter. Ich durfte öfter mit ihm rausfahren, wenn er Reportagenfahrten hatte. Damals war ja noch so, dass ein Fahrer als Hilfstechniker mitgefahren ist, weil das Meyer-Gerät, das Aufnahmegerät, das er hatte, musste man alle 8 Minuten aufziehen. Sonst ist es stehen geblieben oder langsamer gelaufen. Und die Themen, jeden Tag ein anderes Thema, jeden Tag was anderes machen, das hat mich früh fasziniert dann einfach. Im Depot des Mannheimer Technoseums schlummern noch viele Rundfunkerinnerungen.
Hören Sie. Jetzt ist die Jagd frei. Sie singen direkt zu Hause. Hier ist wie immer Mannem von. Das ist Ü9, der älteste erhaltene Hörfunkübertragungswagen der ARD. Baujahr 1954. Der Kirchenfunk überträgt Krankengottesdienste meist unmittelbar aus einem Krankenhaus. Im Namen des Vaters und des Sohnes. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Bleib 5 Kilometer sind es vom Depot bis ins Technoseum. Ein Stück rollende Rundfunkgeschichte. 25. Juli 1954, der allererste Einsatz von Ü9 beim deutschen Motorrad-Grand Prix auf der Solitude. Runde um Runde tobt der Kampf. Ein Rennen voller Spannung. Gebe ab zu Start und Ziel. Hier meldet sich Start und Ziel. Der Rundfunk sieht das Ganze aus Hörerwarte. 24. Mai 1965. Ü9 begleitet in Stuttgart den Besuch von Queen Elizabeth. ...1977 ist der alte SDR-Übertragungswagen ausgemustert worden. Seine letzte Fahrt endet im Technoseum in der Dauerausstellung über 100 Jahre Rundfunkgeschichte. Dort gibt es ein Wiedersehen mit Hörfunktechniker Jochen Brandhoff. Ach, alles. Das waren die Anfänge. Und es riecht auch noch so wie früher. Unglaublich. Und dann, bei schlechtem Wetter, Kabel ziehen durch den Schlamm und durch den Dreck, war nicht immer ein Vergnügen. Aber wenn hinterher was Gutes rauskam dabei, hat sich's gelohnt. Also 3-4 Minuten, wenn es 5 werden, ist nicht schlimm. Sind wir soweit im Ü-Wagen? Ja, bitte. Ja, wir sind zu Bürgermeister Hegele nach Neresheim gefahren. Bürgermeister Hegele ist der Vorsitzende der Fördergemeinschaft auf dem Herzfeld. Und Sie haben uns dann vorgeschlagen, Herr Bürgermeister, fahren wir doch, um über die Abwasserprobleme hier zu sprechen, am besten hinaus. Das waren die Anfänge. War immer ein bisschen Abenteuer. Wie am 2. November 1958 bei der Hubertusjagd in Mannheim. Ein Glücksfall für die Rundfunkgeschichte. Auf seiner Stute Voglinde gelingt SDR-Reporter Fritz Knippenberg die erste drahtlose Live-Übertragung eines Ausritts. Nun schnauft meine kleine Voglinde. Mäuschen, mach langsam. Nein, schön, ruhig. Mach doch langsam. Schön, schön. So ist fein. Ja, ja, ja. Schön, schön. So, fein. Und später machten die Kollegen was draus, es ist dann Knippenbergs Orgie mit Voglinde. Ja, ja, ja. Oh, oh, lala. Schön. Ich muss mit dem Pferd ja reden. Das Pferd ist mein Partner und muss auch von mir gelobt werden, wenn es gut war. Schön. Schön. So ist fein. Ja, ja. Und heute? Laufen die Reporter mit dem Smartphone rum und machen das ganz alleine, wozu sie früher einen Techniker und vielleicht auch einen Fahrer gebraucht haben. Hi, willkommen beim Mixtalk. Wir sind das neue Online-Debattenformat vom SWR. Ich bin Katharina, eine der Hosts. Und wir wollen mit Mixtalk etwas ganz Neues wagen, einen sicheren Raum schaffen für Diskussion. Die 40 Jahre beim SWR und SDR möchte ich nicht missen. Es war eine schöne Zeit, auch wenn nicht alles Honigschlecken war. In welchem Beruf ist das schon? Und es war einfach immer ein bisschen Abenteuer, weil man nie wusste, was am nächsten Tag passiert. Ich möchte es nicht missen. Der Hörfunk hat schon lange vor dem Online- und Internetzeitalter ganz andere Konkurrenz überlebt. Anfang der 60er Jahre beginnt sich das Fernsehen beim Publikum durchzusetzen. Das Fernsehen wird am Anfang zur ernsthaften Konkurrenz für das Radio. Aber das Radio stellt sich dann auf die neue Situation ein, verlagert den Schwerpunkt vom Abend auf den Tag hin. Es war soeben 9:05, 9:05. Der Tag im Hörfunk beginnt mit charmanten Plauderern. Allen voran mit Hermann Hamann,
dem Moderator, den die Frauen lieben. Recht schönen guten Morgen, meine lieben verehrten Hausfrauen. Tja, wir sind nun wieder da zum heutigen Dienstag, um Ihnen die Hausarbeit etwas zu erleichtern. Manchmal gibt es sogar Besuch im Studio. Wir sind tatsächlich jetzt mitten in der echten Rundfunksendung. Bitte schön, ich will und ich nicht muss jetzt gleich, ich kriege gerade Zeichen von meiner Technik, dass ich weitersprechen muss. Verzeihen Sie. Ein Sturm der Begeisterung und des Jubels. Ich glaube kaum, dass ich mit meiner Stimme noch durchkomme. Für Hermann Hamann, den Wecker vom Dienst und den Star der Hausfrauensendung des Süddeutschen Rundfunks. Mit Musik geht alles besser. Meine Damen, leider ist unser Rendezvous für heute schon wieder zu Ende. Aber so wie ich Sie kenne, kommen Sie morgen sicher um 9.05 Uhr zur verabredeten Zeit wieder. Wenn sich die letzte Raumpflegerin in der Kantine zum gemütlichen Morgenkaffee setzt, ist der Frühdienst zu Ende. Nun beginnt das Tagewerk. Ja, wie sähe es wohl aus bei uns in den Studios, in den Redaktionen, in den Werkstätten, in den Büros, wenn wir sie nicht hätten, unsere Putzfrauen? Es gibt im Funkhaus allerdings auch damals schon Frauen mit anderen Aufgaben. Man muss sie aber erst mal finden. Hier ist der Süddeutsche Rundfunk auf UKW 2. Im Hörspiel des Süddeutschen Rundfunks gibt es sogar schon in den 50er Jahren mit Claire Schimmel eine Chefin. Jetzt wollen wir mal die Seite 32 nehmen, die kleine Szene im Garten. Gehen Sie doch mal darüber auf den Kiesweg und kommen Sie davor. Ja. Gut, Herr Manke, er geht jetzt die Treppe rauf in den ersten Stock und tritt dort auf den Balkon hinaus. Noch ist die Welt der Radiokultur auf hohem Niveau. Aber drunten in der Stuttgarter Liederhalle wird bereits der Bona-Wettstreit der Jugend übertragen. Unterhaltung nimmt immer mehr Raum ein, der in den Anstalten von Jahr zu Jahr intensiver gepflegt wird. Peter Frankenfeld hat den Hörfunk bereits erobert. Jetzt wechselt er zur Konkurrenz vom Fernsehen. Ist das ein Saal? Ist das ein Empfang? Ja, das ist das Prinzip der ganzen Sendung. Viel Vergnügen, das Sie nehmen sollen und haben sollen. Hier im Saal, hier auf dieser Seite, hier. Sie sind ja auch da. Guten Abend, meine lieben Fernsehzuschauer zu Hause. Ihr Handwerk und Mundwerk haben die Fernsehstars damals wie heute häufig beim Radio gelernt. Herzlich willkommen zu Wetten, dass... Das ist einfach so, war bei mir auch immer so, weil Radio toll ist. Also ich bin ein Radiofreak immer gewesen, immer geblieben. Thomas Gottschalk dreht noch mal richtig auf in seiner letzten Radioshow für SWR 3. Ja, dieser halbe Ton. 2 Jahre war er mit Herzblut bei der Sache und hat gemeinsam mit Konstantin Zöller 81 Sendungen gemacht. Das verblüfft mich, aber ich glaube, du hattest keine Ahnung davon, dass das... Was ich da alles drin habe. Ich transportiere ja auch hier. Wir machen hier, wie heißt das da, was wir da auch, die junge Online-Dame da, wir sind ja auch Dinge... Bei Instagram, ja. Instagram, das ist alles, muss alles in die Hosentasche passen, meine Halsschmerztabletten, meine... Bitteschön. Öffentlich-rechtlicher Jugendfunk war einmal eine sehr ernste Sache. Wer hat sich das gewünscht? Den habe ich mir gewünscht, so, weil mir besonders deshalb gefällt. Da in diesem Schlager mal nicht von der Liebe... Die junge Menschen wollen nicht nur hören, sie wollen ihre eigenen Sendungen haben. Der Jugendfunk lädt jeden Mittwochnachmittag zu einer Teenager-Party ein. Hat das Radioprogramm die Jugend lockerer gemacht?
Oder sind die Rundfunkmacher den Zeitgeist und den Zielgruppen einfach immer nur hinterhergelaufen? Es wird zumindest gebräuchlicher und verbreitet sich. Die Technik ist dabei die treibende Kraft. Sie macht es möglich, immer mehr Rundfunkprogramme zu senden. Der Stuttgarter Fernsehturm ist das Zeichen der Zeit. Rundfunk auf immer mehr Wellen. Spartenprogramme. Da ist für jeden etwas mit dabei. Und ganz, ganz vorsichtig gibt es die ersten Radiosendungen für junge Hörer. Die Jugend von damals heißt heute Babyboomer, geht in Rente, hört aber immer noch die Popmusik von gestern. Ludwigshafen 1971, live vor Ort, die 500. Ausgabe der Schlagerbox des Popshops von SWF 3. Die Macher sitzen in Baden-Baden, dem Zentrum der Jugendkultur im Deutschen Rundfunk. Es ist 13 Uhr. Popshop. Südwestfunk. Drittes Programm. Heute Fragen zum Popshop-Programm. Wie ist Ihr Name und Ihr Telefonnummer? Ist es nicht möglich, dass man den Popshop vielleicht von der Zeit von 17 Uhr bis 20 Uhr ausstrahlen könnte, da also ich als Schüler um 12 Uhr zum Beispiel noch in der Schule sitze? Das ist eine Frage, die uns schon sehr oft gestellt worden ist. Da gibt es einige Schwierigkeiten, und zwar Schwierigkeiten ganz verschiedener Art. Vielleicht liegt es auch ein wenig daran, dass in den Aufsichtsgremien der Anstalt gestandene reife Herren entscheiden, was im Programm passiert. Wir befinden uns im Jahr 1971 auf einer Sitzung des SWF-Rundfunkrats in Baden-Baden. Damit ist Herr Häberlen zum Hörfunkdirektor des Südwestfunks gewählt. Ich frage Sie, Herr Häberlen, ob Sie die Wahl annehmen. Ich nehme die Wahl an. David, herzlich. Manfred Häberlen hatte schon 1948 als Dramaturg bei der Hörspielabteilung des Südwestfunks angefangen. Da hat es Jugendfunk nicht leicht. Aber scheibchenweise erobert die Popmusik das Programm. Täglich werden etwa 10 bis 12 LPs und 20 Singleplatten gespielt. Eine Abhängigkeit von der Schallplattenindustrie scheint daher unvermeidbar. Dazu Popshop-Chef Walter Krause. Wir sehen uns nicht als Anstalt oder als Redaktion, die Schallplattenindustrie unterstützen will. Der Hörfunk liefert das Futter für diese Erfindung aus dem Jahr 1965. All die schönen Schallplatten laufen im Radio und können daheim bequem mitgeschnitten werden. Ja, das war dann der Beginn der Audio-Kompaktkassette. Mitte der 60er Jahre kommt Philips damit auf den Markt und revolutioniert die magnetische Tonaufzeichnung. Leicht, kompakt, handlich, bin ein eigener Musikredakteur und kann überall unterwegs hören, was ich möchte. Man schreibt nicht nur Liebesbriefe, sondern beglückt seinen Schatz fortan mit selbst kopierten akustischen Liebesgaben. Da kommt einiges zusammen. Wie bei Ulrich Benz, Junggeselle aus Neckarsulm. Ulrichs Zimmer im zweiten Stock des Elternhauses ist zu einem Archiv geworden. Denn seit Jahren schneidet er die Sendungen auf Kassetten mit. Ein Hobby, das ihn viel Zeit kostet, aber ebenso viel Vergnügen bereitet. SR1 Europawelle Saar. Nacht für Nacht hat Ulrich Benz das Programm der Europawelle Saar mitgeschnitten. Mehr als 4000 Kassetten, die er immer wieder einmal wiederhören kann. Der Grund für seine Leidenschaft, das Nachtprogramm mitzuschneiden? Da bin ich mal eingeschlafen und da habe ich gedacht, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen. Und so habe ich gedacht, das muss ich auf Kassette festhalten. So habe ich mit dem Hobby angefangen. Gell. Das soll ich aufnehmen. Ja. Wenn der Enkel mal nachts nicht kann, muss die Großmutter mitschneiden. Oma Benz bleibt auf Frequenz. SR1 ist für dich da. Lieber Herr Benz, für Ihre Treue sagen wir Ihnen ein dickes Dankeschön, auch im Namen aller Kollegen der Europawelle Saar. Finde ich toll. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Und genau deshalb spendet das Radio immer wieder musikalischen Trost. Vom Telefon zum Mikrofon. Sie hören das Wunschkonzert aus Baden-Baden. Undenkbar ein Mittwochabend ohne das Baden-Badener Wunschkonzert.
Denn die Sendung vom Telefon zum Mikrofon ist inzwischen eine Lebensgewohnheit für Tausende von Zuhörern geworden. Es ist so vielseitig, das gefällt mir sehr gut. Es ist für jeden etwas dabei. Ja, wir hatten schon mal angerufen beim Wunschkonzert, und zwar als die Tierstimmen nachgemacht werden sollten. Mein Mann ist ein Naturtalent da drin, der kann alle Tierstimmen nachmachen. Vater zum heutigen 3,5 Stunden lang eine Mischung aus Musik, Gerede, Telefongesprächen und Spielen. Jede Woche versuchen über 300.000 Leute anzurufen. Die Telefonleitungen in Baden-Baden waren diesem Massenansturm nicht gewachsen. Jetzt laufen alle Anrufe über eine Schaltstelle in Ludwigshafen. Von hier werden die Programmwünsche über Fernschreiber nach Baden-Baden durchgegeben. Nur 50 Wünsche können an einem Abend erfüllt werden. Hier ist das Wunschkonzert aus Baden-Baden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Wünsche mehr annehmen können, da wir bis Mitternacht mit Musik versorgt sind. Warum ist die Sendung so beliebt? Moderator Klaus Langer. Die Möglichkeit reizt den Hörer, direkt spontan durch seinen Telefonanruf am Programm des Senders teilzunehmen. Das heißt, das Programm einer Rundfunkanstalt zu bestimmen. So werden aus den Wunschkonzerten Anfang der 70er Jahre die Hitparaden. Bis heute wahrscheinlich die erfolgreichste Form der Radiounterhaltung. Auftakt zum Hitparaden-Weltrekord. 1501 Titel. Möchtest du diese Sensation ansagen? Meine Thomas, Herren, bitte. Ich präsentiere Ihnen Platz 1501 in der SDR 3 Top 1000 X und damit der längsten Hitparade, die es jemals im Radio gegeben hat. Doch manche Hörerwünsche gehen nicht in Erfüllung. Bitte könnten Sie bei der Grußsendung endlich mal veranlassen, dass bei den Grüßen es keinen Röschenhof gibt, sondern einen Röschenhof. Keinen Röschenhof. Das Altersheim heißt Röschenhof. Röschenhof. Es ist zum Verzweifeln. Man kann's nicht mit anhören. Röschenhof heißt das. Merkt euch das endlich mal. Das haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Bis heute läuft der Rundfunk den Wünschen seiner Kundschaft hinterher. Im wahrsten Sinne des Wortes bei Sie wünschen, wir spielen. Als musikalische Hörerwünsche noch in den 90er Jahren binnen 3 Minuten von Hand und analog erfüllt werden. Gleich mal zum Wunsch. Was wünscht man sich im Hause Gellner? Derweil lauschen die Damen im Schallarchiv mit höchster Konzentration, um jeden Wunsch, so ausgefallen er auch sein mag, zu erfüllen. Noch 3 Minuten Gnadenfrist, die fieberhafte Suche beginnt. Da was lief's? Sicherlich leuchtet. Habt ihr's? Nein, aber bestimmt gleich. Die Jugendzeit. Ja. Zeitgleich im Studio oben. Wenn's geht, geht's. Wenn nicht, dann müssen wir was anderes machen. Die Damen im Schallarchiv sind flink und gut zu Fuß und können befreiende Worte ins Studio durchgeben. Es kommt! Hier kommt das Band mit dem Titel Heiter ist die Jugendzeit. Das Biberacher Schützenfestlied für gemischten A Cappella Chor. Manche Wünsche sind aus der Zeit gefallen. So ist es auch vielen populären Radiosendungen ergangen. So wie Allein gegen alle mit Hans Rosenthal. Allein gegen alle. 3 Hörer, 3 Städte. Eine Gemeinschaftssendung des Süddeutschen Rundfunks, des Hessischen Rundfunks, des Norddeutschen Rundfunks, des Saarländischen Rundfunks, des Südwestfunks und des RIAS Berlin. Am Mikrofon Hans Rosenthal. Eine bundesweite Radioquiz-Sendung. Können Bürger einer Stadt alle Fragen eines einzelnen Hörers richtig beantworten? Guten Abend, verehrte Hörerinnen und Hörer. Es ist wieder einmal soweit. Heute ist es Leonberg. Ja, die Verständigung ist gut, Hans Rosenthal, und es ist alles bereit. Die Spannung auf dem Marktplatz steigt. Die Rätselehre Leonberg steht auf dem Spiel. Im Sendesaal der Villa Berg. Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frauen. Mein Herz ist groß. Von dieser Hörfunksendung werden sich viele Fernsehmacher etwas abkupfern. Wetten, dass?
Die Sendung wird natürlich auf den Marktplatz übertragen. Dort gibt es eine Sonderaufgabe zu erfüllen. 25 Schwiegermütter sollen binnen 15 Minuten erscheinen. Die Publikumsaufgabe wird gelöst und der Oberbürgermeister von Leonberg beantwortet auch die letzte Frage richtig. 7 Stunden und 19 Minuten über 110 Runden. Wir fragen das Schiedsgericht. Die Antwort ist vollkommen richtig. Das ist Spitze im Jahr 1968. Damals ist der Hörfunk das schnellste Medium, auch im Katastrophenfall. In der Nacht zum Donnerstag überfiel ein orkanartiger Sturm die Stadt Pforzheim. Wolfgang Heidenreich schildert das Ausmaß der Katastrophe. Ein Tornado brach herein. Die Erinnerung an den Krieg ist wieder da. Augenzeugen, Betroffene berichten, die Naturgewalt sei noch entsetzlicher gewesen als die einer Bombennacht. 2 Tote, 300 Verletzte, man operierte in den Gängen des Krankenhauses. 2000 Häuser in Pforzheim sind zerstört, die Dächer abgedeckt. SDR und SWF starten die Aktion Ziegelspende. Ja, das tun wir. Tun wir gerne. Wir wünschen, dass sehr viel eingeht an Spenden. In Pforzheim moderiert Hermann Hamann eine Sondersendung und am Ende kommen 400.000 D-Mark zusammen. Das ist schön. Und jetzt sind wir alle miteinander füreinander da. Fernsehen ist damals noch umständlich. Und nicht jeder Radioreporter auf Anhieb teletauglich. Erfahrungen bei den Schwetzinger SDR-Festspielen. Hier bereitet nun die optische Konkurrenz ihre Aufnahme mit Professor Münchinger vor. Bevor Professor Karl Münchinger kam, hatte Redakteur Rüdel einen optisch schönen Platz ausgewählt. Nimm mal hier den Mantel. Ich würde es eher so machen, damit wir auch diesen Flügel hinten halten. Ich glaube, dann wird das besser. Mit den Socken. Sieht man das? Ich wusste nicht, dass wir sitzen. Ich habe gedacht, wir stehen. Kamera läuft. Wie beurteilen Sie nun die Impulse, die von Festspielen wie Schwetzingen für die Musik ausgehen? Ja, da muss ich Ihnen mitteilen, dass ich kein großer Freund von Festspielen bin. Da ist Anfang der 60er Jahre das Radio viel beweglicher. Transistorgeräte erobern den Alltag. Und den habe ich mir gekauft. Aber nicht für 248 Mark, sondern für 198. Noch ist Technik made in Germany führend. 1969 werden hierzulande 7 Millionen Radiogeräte hergestellt und nur 3 Millionen Fernsehapparate. Für steigenden Umsatz sorgt auch die Stereophonie im Radio. Musik aus dem Stereoempfänger. Die Zuhörer erleben in ihren Wohnzimmern die Rundfunkübertragung wie im Konzertsaal. Sie empfinden Herkunft und Tiefe jeder einzelnen Schallwelle. Jedes Instrument im Orchester können sie lokalisieren. Stereophonie ist natürliches, seitenorientiertes Hören. Hier Posaunen. Dort Saxophone. Stereoempfang ist auch im Auto möglich. Und die Sender erfinden eigens Reisesendungen und den Verkehrsfunk. Gute Fahrt. Das wünschen wir den Autoradiohörern und denen, die es werden wollen. Die A2 Luzern-Gotthard ist zwischen Dreieck-Altdorf und Gürschenen in beiden Richtungen wegen Durchfalls für LKW gesperrt. Das steht hier. Ich kann auch nichts. Es tut mir leid, es steht hier. Das kann schon mal passieren. Ivan von Gecci, leitender Redakteur der Sendung Gute Fahrt bei der Musikauswahl. Die Musik, die ich aussuche, soll den Kraftfahrer unterhalten. Was regt den Kraftfahrer Ihrer Ansicht nach auf? Ja, zum Beispiel sehr schrille Trompeten. Es gibt bereits Hörerforschung, denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk möchte wissen, welche Sendungen Chancen haben, gegen die Konkurrenz des Fernsehens zu überleben.
Das Resultat sind Radiomagazine. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Während des letzten Musiktitels haben wir uns bei Erwin Behrens in New York eingefunden. Guten Morgen, Herr Behrens. Magazinchef Thoma gilt die Frage nach einer möglichen Magazinitis. Die Gefahr ist natürlich da, vor allem wenn sich die Sender gegenseitig dabei im Wege stehen und jeder das machen will, was der andere auch machen will. Bei uns glaube ich nicht, dass die Magazinitis ausgebrochen ist. Die Magazine setzen sich durch. Damals ist das Radio das große journalistische Versuchslabor. So, es war 6.05 Uhr, meine Damen und Herren. Hier ist Südfunk Heidelberg-Mannheim mit seinem Kurpfalz-Radio. Heute Morgen, Hörfunkstudio Heidelberg-Mannheim. Start für das Kurpfalz-Radio, ein subregionales Versuchsprogramm des Süddeutschen Rundfunks. Ausgestrahlt für die Bewohner des Rhein-Neckar-Raumes. Bis zu 8 Stunden täglich eigenes Programm, fernab der Hörfunkzentrale in Stuttgart. Sogar mit eigener Sportsendung. Mit dabei auch beim Wimbledon-Finale 1986 in Leimen. Ja, in Wimbledon, meine Damen und Herren, wird's dramatisch. Unser Boris Becker aus Leimen. Soeben hat er ein Break gepackt. Wir haben unseren Kollegen Klaus Auler in Leimen, in der Gaststätte von Blau-Weiß Leimen. Die Stimmung ist jetzt am Überschwappen bei euch, Klaus. Ja, da meldet sich die Technik. Der Reporter ist zurzeit nicht an seinem Platz. Ja, die Technik meldet sich. Das ist wunderbar. Die Stimmung ist am Überschwappen. Man hört es auch so. Wir bedanken uns für diese kurze Einblendung. Wir werden natürlich mithören, wie es denn weitergeht. Es geht weiter mit der Konkurrenz zwischen öffentlich-rechtlichem Rundfunk und den neuen privaten Anbietern. Die Musikfarbe bestimmt das Programm. Formatradio. Für jede Zielgruppe die passenden Titel mit flotter Moderation und ein paar Worthäppchen. Micha, Lust auf ein Tänzchen mit mir am frühen Morgen? Die Fischer von San Juan, aber ich führe, das sage ich dir. Ich führe. Heute wenn okay. Da tanzen. Das Mädchen, das kommt heiß. Auf fast allen Wellen, überall vom selben das Gleiche. So muss es sein, ne? Ich war schneller drin. Ja, aber ich muss hier sein. Manchmal sind öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Privatfunk kaum noch zu unterscheiden. Seit dieser Woche sind die beiden SR3-Moderatoren als Tannenbäume verkleidet im Land unterwegs. Hörerinnen und Hörer können sich mit einer spannenden oder kuriosen Alltagsgeschichte bei der Aktion bewerben. Wir fahren raus und wir machen mit den Leuten so ein bisschen Ringelpiez mit Anfassen. Ja, ja. Andererseits hat Unterhaltung im Radio doch immer die Hauptrolle gespielt. Auch vor 100 Jahren, als alles anfing. Die schöne Adrienne, Radio, hat eine Hochantenne, Radio. Und wie geht es weiter? In Gewittern böig auffrischende Winde aus Süd bis Südwest. Stürmische Zeiten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mit Hilfe von Smartphone und Internet können alle ihr eigenes Programm machen. Musik ohne Ende, Wortbeiträge nicht mehr live, sondern als Podcast. Ist das die Zukunft oder das Ende des Radios? Anke Keller verantwortet im Mannheimer Technoseum die Ausstellung über 100 Jahre Rundfunkgeschichte. Wie sieht die Historikerin die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Er wird natürlich weiter bestehen, in veränderter Form. Wie genau das aussehen wird, das wage ich nicht zu prognostizieren. Seit 100 Jahren hat sich das Radio immer wieder neu erfunden. Und auch im Internetzeitalter sind Wort und Stimme und Musik geblieben. So wie früher, als treue Begleitung in jeder Lebenslage. Wir wünschen jetzt allen unseren Hörern eine recht gute Nacht. Schlafen Sie wohl. Da, 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 da.